Modified ist neben La Rambla 11 Plus in Spanien, die ich 2017 geklettert habe, einer meiner schwersten Routen, die ich je durchgestiegen bin, und sie bedeutet mir daher sehr viel. Sie befindet sich an der Holzgauer Wand in der fränkischen Schweiz, umgeben von Wald und Fluss, und ja, es ist für mich ein sehr friedlicher Ort, der mir persönlich sehr gefällt. Modified ist eine verhältnismäßig kurze Route mit extrem kleinen Leisten und Löchern, die im Prinzip aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil, Desmos, ist eine schwere 10 Plus zu einem kurzen Schüttelpunkt, in dem ich mich an zwei offenen Löchern etwas ausruhen kann. Der zweite Teil danach ist ein schwerer Boulder mit langen Spannungszügen an Einfingerlöchern und offenen Griffen mit einem weiten finalen Zug zu einer flachen Schale, bei der mir immer und wirklich immer der ganze Körperschwung kommt. Ich bin oft in diesem oberen Boulder gefallen, sogar ein paar Mal beim wirklich allerletzten Körperschwung, was für mich persönlich natürlich frustrierend gewesen ist. Aber am Tag des Durchstiegs hat einfach alles gepasst. Ich habe jedes Loch getroffen, jeden Tritt sauber gestanden und ich konnte sogar bei einem der schwersten Züge nachschorken, was mich wirklich überrascht hatte. Am Ende habe ich jeden Zug der Route so eingeschliffen gehabt, dass ich sie quasi ohne nachzudenken klettern konnte. Am Umlenker war ich irgendwie überrascht und erleichtert zugleich. Überrascht, weil ich ganz ohne Durchstiegsambition in die Route eingestiegen bin und mich so schnell, ohne eigentlich genau realisieren zu können, was passiert ist, am Top der Route wiedergefunden habe. Das war schon ziemlich cool. Und erleichtert, weil sich mal wieder ein hartes Stück Arbeit für mich ausgezahlt hat und ich mich am Ende mit einer der schönsten und schwersten Routen überhaupt bis jetzt belohnen konnte. Das hat mich wirklich zufrieden gemacht. Ich möchte allen danken, die mich dabei unterstützt haben, und insbesondere meinem jüngeren Bruder Ruben, der immer da ist, wenn ich ihn brauche, und auf den immer Verlass ist und der mich bei allem unterstützt, was ich mache. Ja! Fuck yeah! Oh.